Straße. Und wie ihr sehen könnt, befindet sich auf dem linken der beiden Kehr- und Abstellgleise ein Arbeitszug mit einer Ventilations- und Belüftungsanlage. Das hat folgenden Grund. Im Moment wird hier im Nordbahnhof die nördliche Kehranlage erneuert. Das heißt, das rechte Gleis, was ihr dort im Bild sehen könnt, ist im Moment im Neuaufbau begriffen, nach Renovierung. Und diese Bauarbeiten haben auch folgenden Grund, denn außerhalb des Tunnels hier, nämlich sprich in dem Zuführungsgleis, was sich hier an die Kehranlage anschließt, befinden sich im Bau im Moment zwei weitere Abstellgleise für eine Kehranlage. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand von euch gesehen oder drauf geachtet hat. Wenn man von Humboldthain Richtung Nordbahnhof fährt, waren die ja in Fahrtrichtung links auf der Seite. Da war allerdings bisher nur ein Gleis für Baustellenfahrzeuge vorhanden und das wären wieder zwei vollständige Abstellgleise. Dass man dann hier im Nordbahnhof in den Kehr- und Abstellanlagen maximal 5 Vollzüge abstellen kann, statt wie bisher 3 Vollzüge. Ich werde euch das dann gleich nochmal zeigen, wenn der Zug ausfährt, wie das dann aussieht. Wenn ich in Fahrtrichtung Gesundbrunnen fahre, habe ich einen besseren Blick auf die im Bau befindliche Kehr- und Abstellanlage außerhalb des Tunnels, wie als wenn ich in den Tunnel hineinfahre. Ja, der Zug, der da eben ausgefahren ist, das war eine S25 nach Hennigsdorf. Ja, und den Rest gibt es dann gleich, aus dem Tunnel rausfahren. So, und das ist hier ein Blick Richtung südliches Kehr- und Abstellgleis. Im Hintergrund fährt gerade ein S1 ein. Es ist eine S2 nach Bernau bei Vollzug. Dann habt ihr ja in der Mitte, ich mache euch das noch mal ein bisschen größer, ja, kommt schwer vom Licht raus. In der Mitte ist dann die Kehr- und Abstellanlage, die eingleisige. Und links daneben ist dann das Gleis Richtung Friedrichstraße. Thank you.